Was bin ich? So habe ich dieses Video benannt, aber um ein heiteres Berufsberaten soll es heute nicht gehen. Ich spreche heute mal den Herrn Eiko Weiß-Lautenreißer an. Hallo Eiko Weiß. Ich habe dich jetzt schon so lange beobachtet und weiß manchmal nicht so ganz genau, wer du oder was du eigentlich bist. Bist du jetzt mehr das? Oder bist du jetzt mehr das? Ups, da habe ich ihn wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Doch die Frage, die sich hier stellt, ist ja nicht ganz unberechtigt. Herr der Ringe Online ist ein Rollenspiel, wie es sie auf dem Computerspielmarkt nun zahlreich gibt. Und der Spieler schlüpft in die Rolle eines Helden, hat zahlreiche Abenteuer und Gefahren zu bestehen und am Ende ist er dann der gefeierte Held und wird dann natürlich in die Geschichte eingehen. So ist das heute und so war das auch damals schon eigentlich, als ich in den 80er, 90er Jahren mich mit Pen-Paper-Rollenspielen beschäftigt habe. Also ist doch alles klasse, oder? Nicht wirklich. Denn für den Rollenspieler in Herr der Ringe Online entsteht dann nämlich ein Problem. Die meisten von uns sind hier, weil sie die Welt von Mittelerde, so wie sie Tolkien entworfen hat und die ja eine sehr tiefgehende Geschichte hat, lieben und sich hier auch heimisch fühlen. Und in dieser Welt, und auch wer nur die Filme kennt, weiß das ja, ist es eben nicht so, dass eine Armada an waffenbewehrten Hobbits das Auenland verlässt, durch die Gegend stürmt, durch die Tiefen Morias kraucht und schließlich hoch zu Ross durch die Steppen Rohans reitet. Letztendlich gilt das natürlich auch für andere Volksgruppen, für Zwerge und Elben beispielsweise, die zumindest im Herrn der Ringe ja keine wirkliche Bedeutung mehr in der Schlacht um Mittelerde haben. Legolas und Gimli sind schließlich die einzigen ihres Volkes, die in der Haupthandlung überhaupt noch wirklich eingreifen. Und auch die Menschen von Bre zum Beispiel haben mit dem Krieg ja nun gar nichts zu tun. Aber man kann auch schon jetzt in den Anfangsgebieten des Spiels ansetzen. Natürlich gibt es im Auenland keine Bären- und Wolfsplage und das Grünfeld ist auch nicht von Bilwissen belagert. Nur die Räuber, ja, die könnte man tatsächlich auch durch das Buch erklären. Im Film ist das Kapitel leider ausgespart, aber die tauchen ja auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auf, als das Spiel ansetzt. Das Spiel selbst und der Epos, den man hier als Grundlage ausgedacht hat, den ich ganz jetzt unabhängig von der Rollenspielfrage mal für wirklich gelungen halte und der Spaß macht, suggeriert dem Spieler natürlich was anderes. Spätestens wenn man in der Einleitung einmal im Jagdhaus bei Archet im Schlafsack gelegen hat und der hohen Frau Galadriel im Traum begegnet ist, könnte man vom Heldenvirus gepackt sein. Ich persönlich bin aber der Meinung und meiner Erfahrung nach wird das auch von dem Großteil der Rollenspielinteressierten geteilt, dass das nicht die Grundlage für unser Spiel sein kann. Davon ab, den Epos und die Quest sollte man dann tatsächlich auch aus der Geschichte aussparen, denn so viele Tode kann selbst Mordoreth nicht sterben. Doch zurück zum Rollenspiel, wie ich und die meisten anderen aus meinem Umkreis das zum Beispiel betreiben. Unser Eiko Weiß hier zum Beispiel ist ein einfacher Pfeifenkrautbauer, der als Charakter das Auenland nie verlassen würde und selbst sein bisher einziger Ausflug in Bre, na, das war dann doch eher und den hat er in unguter Erinnerung. Da geht er nie wieder hin. Hey, bist ja wieder wach. Klasse. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Ich glaube, es ist durchaus legitim,
dass sich jeder irgendwie so die Grundlagen für sein Rollenspiel selbst legt und wie er es für richtig hält. Dabei aber natürlich die anderen auch respektiert und vor allem mit Anstand damit umgeht. Letztendlich wird sich's ja auch daran entscheiden, mit wem man und mit welchen Mitspielern man spielt und in welchem Umkreis man sich bewegt. Und manchmal hilft es dann letztendlich auch, tja, sich einfach freundlich zu ignorieren. Wenn unser Eiko-Weiß hier zum Beispiel einem Hobbit begegnet, der ihm davon berichtet, dass er gerade erst Morks, ja genau, Orks in Moria von der Treppe geschubst hat, wird er den wahrscheinlich für nicht unbedingt zurechnungsfähig halten und das Gespräch beenden. Davon ab, Moria, was soll das überhaupt sein? Ist das was zu essen? Hey, Bango, Essenszeit! Für mich persönlich ist es jedenfalls viel reizvoller, ein Alltagsrollenspiel zu spielen, um mich mit den Alltagsgeschichten meiner Hobbits auseinanderzusetzen. Und wenn man jetzt mal das Rollenspiel anderen Volksgruppen sich anschaut, dann kann man sicherlich auch im Kontext mit der literarischen Grundlage ein Rollenspiel spielen, das auch ein bisschen heldenhafter daherkommt. Letztendlich heißt es, denke ich, immer leben und leben lassen. Ich denke, es ist aber wichtig, dass man sich das einfach einmal bewusst macht und sich und das für sich reflektiert und sich im Umkreis mal umschaut, wie spielen eure Mitspieler und ihr euch dementsprechend anpasst. Und wir beide, wir zünden uns jetzt eine Pfeife an und dann ist auch gleich Mittagszeit. Und ja, ich habe jetzt viele Worte gemacht, aber ich denke, gerade für Neueinsteiger könnte es durchaus interessant sein. Macht euch mal einen Kopf. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Euer Eiko Weiß und Eiko Weiß.